Moin Leute, hier zurück bei FC 24 mit dem kleinen Prognosenspiel hier. SV Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Ja, gespielt wird am Samstag und da wollen wir dann mal gucken. 18:30 geht's los am 9. März. Geht's los im Wohn- und Westweserstadion. Ja, Werder hat leider gerade aktuell wieder keine gute Serie. Ja, kann man nicht anders sagen. Erst Heidenheim zu Hause gehabt bei der 125-Jahr-Feier. Direkt mal 1-2 verloren. Dann, gut, haben wir uns noch ein 1-1 erkämpft in Darmstadt. War, glaube ich, richtig, ne? Und dann jetzt wieder in Hoffenheim verloren mit 2-1. Aber auch hier war das Spiel nicht schlecht. Aber, ja, wieder, wie gesagt, zwar noch nicht aufgepasst in der Abwehr und schon war wieder blöd. Oh, schade. Wir hatten zwar auch unsere Chancen in Hoffenheim, aber leider diese nicht genutzt. Hoffenheim hat stellenweise viel, viel stärker gespielt. Sie haben nachher noch, glaube ich, in der 76. Minute oder so, weiß ich gar nicht genau, oder 80. Minute, haben noch gelb-rot gekriegt, die Hoffenheimer. Dann hat Werder nochmal aufgedreht, ja, hatten noch gute Schüsse aufs Tor, Pfosten und was alles. Also das war schon einigermaßen gut, was wir da abgeliefert haben. Aber wie gesagt, es hat wieder nicht gereicht. Das heißt, uns fehlen wieder jetzt aus 3 Spielen, fehlen uns halt viele Punkte, die wir hätten haben müssen. Ja, darf man nicht sagen, anders sagen. Und somit haben wir jetzt nur aus 3 Spielen nur einen Punkt geholt. Das ist einfach zu wenig, ja. Wir haben aktuell 30 Punkte, sind auf dem 8. Platz in der Liga. Aber, wie gesagt, es geht ganz schnell wieder nach unten. Darf man nicht vergessen, die sind alle dicht auf dicht, die Mannschaften. Die sind alle dicht auf dicht, also wirklich dicht auf dicht. Nicht nur ein bisschen, sondern richtig. Und deswegen mal gucken. Wollen wir mal eben. Ui. Schade, gutes Ding. Was jetzt? Elfer? Was jetzt? Habe ich nicht mitgekriegt. Wollen wir mal gucken, was da ist. Angerempelt, okay. Ja, Elfmeterschießen bin ich nicht gerade wirklich der Held drin. Mal gucken, ob ich schaffe. Duck schießt. Hat einen guten, sehr, sehr guten Schuss eigentlich. Ja, sieht man halt. Schritt 1. Schuss zielen. Schießen, der Ruhekreis, Präzision, ja. Ja, machen wir es mal easy. 1-0 für Werder. Ja, okay. Geht ja klar, würde ich sagen, oder? War ja auch ein guter Schussfeuer und so. Ist ja okay, 1-0 für Werder. Ja, wie gesagt, Werder hängt aktuell auf dem 8. Platz fest. Wie gesagt, uns fehlen halt Punkte aus den letzten 3 Spielen, weil das waren die einfachen Spiele. Jetzt haben wir nur schwere Spiele, deswegen heißt es jetzt, mal gucken, ob wir jetzt noch irgendwelche Unentschieden kriegen und so. Wird auf jeden Fall richtig anstrengend. Bei Dortmund, die haben letztes Spiel gewonnen, ich weiß gar nicht gegen wen. Die sind auf dem 4. Platz mit 44 Punkten, glaube ich, ja. Bei denen sieht es natürlich besser aus, aber ja, die spielen jetzt halt noch um den 4. und 3. Platz, glaube ich, so ungefähr. Oder vielleicht auch um den 2. Mehr dann aber auch nicht, darf man nicht vergessen, weil Leverkusen hat 10 Punkte Vorsprung auf den 2. Platz und das ist schon richtig hardcore. Also ich glaube auch, dass Leverkusen dieses Jahr deutscher Meister wird. Das wäre auch mal ganz gut, um ehrlich zu sein. Nicht immer nur Bayern, ist ja immer noch langweilig, sag ich mal, ne? Deswegen, ja, schauen wir mal. Ich gönne es auf jeden Fall Leverkusen, wenn sie Meister werden würden. Wäre auch eine super Sache. Aber ja, mal schauen. Aber wie gesagt, ab dem 6. Platz ist noch alles drin für alle Mannschaften, auch nach unten hin bis zum, was ich, 15. Platz theoretisch. Aber wie gesagt, oh, ich bin durch. Ding Dong! Wieder Duxch, ne? Ja, nice. So soll es nicht gehen, ne? So. Mal komische paar Kunststückchen nach dem Tor, ist auch schön. Ich muss mal eben kurz an hier, schon freigelaufen hier, den Ball gut mitgenommen, zack, Bogen, langes rechtes Eck, fertig. So, wer dafür 2-0, erste Halbzeit, so soll es sein. Die KI ist übrigens auf Profi gestellt, darf man nicht vergessen, und eine Halbzeit geht 6 Minuten. Aber Profi reicht mir leider auch. Wenn ich auf Weltmeister spiele oder Weltklasse spiele, dann sieht es anders aus, definitiv. Ja, bei Werder ist übrigens im Moment ganz viel los, was halt Vertragspoker angeht und so, also richtig viel. Alter, was ist hier los? Was ist hier los? Oh, ich mach mal gleich einen Trick. Okay, wollte ich gar nicht. Ja. 3-0, hallo. Das ist, was ist da los? Auch hier wieder schön freigespielt. Spieler stehen lassen. Hattrick Duxch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, bei Duxch steht es auch aktuell so aus. Er hat
recht viel rumgemeckert in letzter Zeit, so ein bisschen, ist ein bisschen unzufrieden. Hat auch schon angekündigt, eventuell zu gehen. Also da ist auch noch einiges los bei Duxch und bei Werder. Und somit mal gucken. Also überall. Woltemade ist in Verhandlungen mit anderen Mannschaften. Mitchell Weiser ist noch nicht fest, ob der bleibt. Bei Anthony Jung haben sie die Verlängerungsklausel ein Jahr aus dem Vertrag gezogen. Raphael Boré ist weg. Jetzt haben sie es doch gehen lassen. Der ist nicht mehr da. Der ist nach Brasilien gegangen. Der hat Werder noch eine Entschädigungszahlung gekriegt von irgendwie über 500.000 Euro. Ja. Ja gut, haben dadurch natürlich jetzt auch drei Spieler, wie gesagt, verpflichtet. Skelly, wie gesagt, ist ausgeliehen. Da haben sie Malatini gekauft, der eigentlich bis jetzt ganz gut spielt. Und noch Aaron Hansen. Ja, aber wie gesagt, bei Werder sind ganz viele Vertragsverlängerungen stehen aus. Mit Cetera wollen sie auch noch verlängern. Ja, der macht ja gerade ein sehr gutes Spiel hinten im Tor. Hat natürlich ab und zu auch seine Ausfälle noch. Aber wie gesagt, junger Torwart mit sehr viel Elan und der hat Bock. Und deswegen ist das schon okay so. Und wie gesagt, das sind aktuell, glaube ich, drei Leute. Ich glaube, ja, Dingshi auch. Dingshi ist ja im Moment ausgeliehen nach Heidenheim, ist das richtig? Ich glaube schon, ne? Ist ausgeliehen nach Heidenheim, spielt auch regelmäßig. Heidenheim will ihn eigentlich auch verpflichten für 5 Millionen Euro. Wäre dann der teuerste Transfer in der Geschichte von Heidenheim, wenn er es nun so kommen würde. Mal abwarten. Aber Werder plant mit ihm eigentlich auch. Mal abwarten, was da rumkommt. Wenn natürlich wer den gut verkaufen kann, wäre natürlich auch nicht schlecht, aber Dingshi spielt auch gut, deswegen mal abwarten. Dann Jinma ist ja auch noch gerade dabei, irgendwie einen neuen Vertrag zu kriegen, den wollen sie natürlich auch noch halten, verpflichten, weil junger Spieler wieder gute Performance zeigt und auch natürlich das Werder-Spiel nach vorne bringt und eventuell dann nochmal ein Talent wird und dann eventuell auch wieder teurer verkauft werden kann, soll natürlich gehalten werden. Bei Mitchell Weiser, der hat einen Kontrakt angeboten bekommen, also Vertrag bis 2027. Der wäre 32, glaube ich, an Jahren alt, der Mitchell Weiser. Der könnte aber auch woanders spielen, weil Mitchell Weiser ist halt einer der Top-Spieler bei Werder, Leistungsträger, und über seine Seite geht mit am meisten, denn der geht erst natürlich fürs Werder-Spiel richtig übel, sage ich ganz ehrlich. Aber auch hier zählt natürlich wieder die Money, ne? Wenn das Geld stimmt, dann ist er weg. Aber ich weiß gar nicht, ob der ablösefrei geht oder ob der jetzt noch ein Jahr Verlängerung hat. Ich weiß es jetzt gar nicht, bis wann der Vertrag geht. Oh. Sehr schön. Nein. Oh, Anschlusstreffer. Ja, muss ja so kommen. Da habe ich einige Sachen natürlich auch außen vor gelassen hier. Also habe jetzt nicht hier die verteidigt und so. Aber okay. Anschlusstreffer ist okay. Bei Werder sind natürlich noch einige Leute verletzt immer noch. Glaube ich, Friedel ist immer noch verletzt. So, wie ich weiß, Pieper glaube ich auch noch. Dann darf man Werder auch nicht vergessen, es sind sehr, sehr viele Spieler Gelbsperr gefährdet, also halt fünfte gelbe Karte. Einer ist dieses Spiel schon nicht dabei wegen fünfter gelbe Karte. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Habe ich jetzt vergessen, um ehrlich zu sein. Aber Werder sind waren irgendwie 8 Leute gelistet mit 4. gelbe Karte. Und einer von den Leuten, der hat jetzt schon letztes Mal eine gelbe Karte gekriegt, Hoffmann, der ist dieses Spiel auch raus. Da fehlen noch 7 Leute, die noch 4 gelbe Karten haben, also das ist bei Werder personell ziemlich übel, sagen wir es mal so. Also richtig übel. Also die Hälfte der Mannschaft ist gelbsperrgefährdet und das ist schon richtig krass. Also das ist nicht ein bisschen so, sondern richtig heftig. So, Halbzeit, 3-1 für Werder. Wäre natürlich super, wenn es wirklich so kommen würde. Ja, wir würden uns alle richtig freuen als Werderaner. Aber mal abwarten. So ist die Spielinfo. So, wir haben es okay aus, würde ich sagen. Machen wir direkt weiter. Natürlich, was denn sonst? Füllkrug, Duxch, super Sturmpartner, das wollte ich sagen, da ist er. Ist jetzt nach langer Zeit jetzt mal als Gast hier im Weserstadion, aber leider bei der Gegnermannschaft im Team. Bin mal gespannt, ob sie ihn gleich direkt spielen lassen. Füllkrug hat ja auch schon gesagt, sie sollen die Erwartungen nicht so hochschrauben bei Werder. Bei Werder war ja gleich wieder nach dem guten Start in die Rückrunde, haben die ja gleich gesagt, ja, wer da hier Europa und bla bla bla. Ja, jetzt haben die letzten 3 Spiele nur einen Punkt geholt und ja, jetzt Pustekuchen, sag ich mal. Jetzt kommen, wie gesagt, nur die dicken Mannschaften und das ist halt eben dann nicht so geil, sagen wir es mal so. Weil wenn wir jetzt hier nicht punkten, die ganzen Spiele, dann wären wir ganz schnell wieder nach unten gereicht in der Tabelle und das wollen wir natürlich nicht. Aber aktuell, wie gesagt, haben wir nur noch die dicken Brocken als Gegner und deswegen wird es auf jeden Fall richtig übel anstrengend für Werder. Und ich hoffe einfach darauf, dass Werder halt verletzungsbedingt ein bisschen verschont bleibt und auch gelbkartensperrenmäßig verschont bleibt, etc.
Ja, so können sie schießen, kein Problem. Ach, Füllkrug, okay. Aber wie gesagt, aktuell ist bei Werder viel los. Vertragsverlängerung, viele Gelbspieler gefährdet. Ja, also das ist schon, da geht schon einiges. Da geht schon einiges. Ja, ich komme. Oh, was? Habe ich veräppelt? Die KI hat mich richtig ausgedribbelt hier. Gibt's ja nicht. Oh. Die spielt gerade gut, die KI. Kann ich anders sagen. Ey. Ja, so könntest du es machen. Wir müssen jetzt nur irgendwie ein bisschen den Ball halten, weil aktuell spielt Dortmund und nicht ich. Aber Dortmund steht ziemlich dicht auf dicht, also machen auf jeden Fall ganz schönes Pressing gerade. Boah, was ein schöner Schuss. Ja, jetzt kommt wieder FC 24, ne? Finde ich ein sehr gutes Fußballsimulationsspiel. Wenn ihr jetzt mal testen könnt, macht es einfach mal auch, die Demo spielen oder so. Weil das Spielgefühl finde ich sehr, sehr gut aktuell bei diesem Titel. Und man kann auch endlich mal wieder Tore aus ungünstigen Gelegenheiten schießen und so. Das ist schon ganz geil gemacht. Also kann man nicht anders sagen, das macht Bock. Ja, das ist echt so. Ich spiele aktuell zwar nur... Moment. Nur mein Prognosenspiel hier. Es gibt natürlich auch Ultimate Team. Das haben sie wohl richtig ordentlich verkackt, das Ultimate Team, habe ich gehört. Also, aber da ich es nicht spiele, ist mir das egal. Wenn ihr normale Mannschaften spielt hier mit Lizenz und so, ja, ist das echt super. Kann man nicht anders sagen. Wie gesagt, testet es aus, probiert es aus. Man kann es auf jeden Fall spielen. Auch One-on-One gegen Kumpel oder so, gar nicht so schlecht. So. Werder hat natürlich auch wieder ein Auge auf andere Spieler geworfen. Darf man auch nicht vergessen. Mal kurz mal nach vorne spielen hier. Oh, ich soll mal wieder einen Kopfball machen irgendwie. Richtung Tor hat nicht funktioniert. Oh, schade. Ich weiß gar nicht, wo Werder jetzt überall am Rumscouten ist. Werder aktuell scoutet gerade richtig viel, weil, wie gesagt, sie haben ja, wissen wir, alle 38 Millionen Euro in die Kasse bekommen. Durch Anteile verkaufen von Werder Bremen. 18% haben sie an Investoren verkauft. Die haben natürlich jetzt auch Mitspracherecht, darf man nicht vergessen. Ne? Die wollen halt eben in junge Spieler investieren, in Talente und diese dann halt fördern und halt zu erste Mannmannschaft. Weiser! Oh, schade. Die wollen sie natürlich dann in die erste Mannschaft reinholen. Einige verpflichten sie halt eben, wie gesagt, für die zweite oder dritte Mannschaft, um die dann halt da zu trainieren und das zur Praxis kriegen. Aber ich bin mal gespannt, was da alles noch kommt bei Werder. Wie gesagt, erstmal, die haben gerade so viel zu tun mit den Verträgen, das geht gar nicht. Leider geht ja auch Baumann jetzt zum Ende der Saison am 30. Juni, ist der letzte Arbeitstag bei Werder offiziell. Da wird der Sportdirektor, bei Werder wird dann Clemens Fritz. Eigentlich wollten sie den anderen holen, haben sie doch nicht gemacht. Das heißt, Baumann geht dann in den, ich glaube, geht sogar in den Vorstand, glaube ich, ne? Weil er ist ja, ist der Initiator der Investoren für Werder Bremen. Und er hat ja auch Anteile von Werder gekauft, Baumann, darf man nicht vergessen, ne? Der Zechbau hängt da drin und ein paar andere Leute hängen da auch noch drin. Aber ist auch okay so. Wie gesagt, Werder braucht die Kohle, sonst können sie nicht in der ersten Liga bleiben, weil, wie gesagt, ohne Kohle nichts los. Und das ist leider wirklich so. Corona hat Werder nämlich so geschadet, dass sie ja, wie gesagt, auch einen 33 Millionen Euro Kredit aufnehmen mussten von einem KfW. Aber Gott sei Dank zum guten Zins. Zudem darf man nicht vergessen, das war zudem noch eine Werder-Anleihe rausgehauen haben. Da haben sie, glaube ich, noch 6 Millionen reingekriegt. Aber die Werder-Anleihe haben sie eigentlich schon ausbezahlt. Die haben sie schon ausbezahlt, ne? Gab 6% Zinsen, also eigentlich krass eigentlich, ne? Aber die wurde gut gezeichnet, die Werder-Anleihe. Deswegen kann man da eigentlich nicht so meckern. Aber wie gesagt, das ist halt eben immer Risiko, weil man muss halt eben auch dann die Leute ausbezahlen, die Werder-Anleihe gekauft haben, ne? So, Jinma ist wieder da am Ball gewesen eben. Naja. So, jetzt ist ja reines Mittelfeldgeplänkel gerade. Gerade passiert gar nichts. Aber wir haben auch gleich Schluss hier im Spiel. Und dann können die Werderaner zufrieden nach Hause gehen. Aber ich bin echt mal gespannt, wie das Spiel so wirklich wird, ey. Angucken kann ich es wahrscheinlich nicht, so wie es gerade aktuell aussieht. Der Anpfiff ist 18:30, ne, wie gesagt. Samstag 18:30. Da übertragen wir uns noch ein bisschen Saison, glaube ich, ne. Weiß ich gar nicht genau. 18:30 spielst du, ist es die Saison oder ist es noch Sky? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Habe ich es gerade nicht so auf dem Schirm. Ich vergessen.
Oh. So, dann nochmal einen Angriff, dann nochmal ein Tor schießen, mal gucken. Die erste Halbzeit war ja ziemlich gut für Werder, wie gesagt, ne? Nein, 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 hat nicht funktioniert. Sollte wer abledern hier, sollte sofort schießen. Hat nicht funktioniert. So, aber gleich ist Abpfiff hier. Darauf hoffe ich jetzt auch. Dann sind wir nämlich fertig. Wer da gewinnt, sind zu Hause schön. 3 Punkte reinfahren. So, nochmal loslaufen hier. Yo, Schmied. Puh, die haben sie gut umgesäbelt, ey. So, Abpfiff, meine Damen und Herren. Ja, Werder gewinnt zu Hause 3-1 gegen den BVB. Schöne Sache. So kann man stehen lassen. Wie gesagt, bin ich sehr mit zufrieden. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Zuhören. Und drückt Werder die Daumen, dass wir wirklich mindestens 1 Punkt rausholen hier aus dem Spiel. Wenn nicht, wäre ärgerlich. Und ja, dann bis zum nächsten Spiel. Wir haben ja erst Spieltag 25. Deswegen sind noch ein paar offen, ne? So sieht es nämlich aus. So sieht es nämlich aus. So, das ist die Statistik zum Schluss. Danke nochmal, reingehauen und tschüss.